Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Trinity von Witten Untouchable in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Trinity von Witten Untouchable, das Ganze nicht als Box, aber dafür als Vinyl erschienen. Und genau, die schauen wir uns heute an. Das Album ist heute am 10. Mai erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, da schneiden wir einmal hier vorne ein. Dann ziehen wir hier noch einmal kurz durch. So. Dann lässt sich die Folie hier wunderbar ablösen und so sieht das dann aus. Wir haben hier eine dunkelblaue Szenerie. Es sieht aus wie so ein verlassener Theatersaal bzw. so ein altes heruntergekommenes Gebäude, wie so eine Bühne oder wie so ein eigener Gebäudetrakt, so ein Flügel hier, der entsprechend abgehängt wurde mit einem dunkelblauen Vorhang. Trinity lesen wir darunter. Und darüber lesen wir Witten Untouchable. Und dann haben wir hier das Logo von Witten Untouchable, diesen Löwen, der hier auf einer Säule steht und in hellem Glanz erstrahlt. Dann haben wir hier auf der Seite nichts weiter stehen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Also wir haben insgesamt 13 Tracks, die hier verteilt wurden auf A- und B-Seite. 6 Tracks auf der A-Seite und dann 7 Tracks auf der B-Seite und wir haben 2 Features dabei, zweimal Gastbeiträge von Mary, ansonsten sind hier keinerlei Features mit drauf. Hier unten haben wir noch die Credits, also EarTouch Entertainment, das Label, Groovetech der Vertrieb und ein Barcode. So sieht das aus, hier oben dann auch wieder Witten Untouchable Logo und das Ganze spielt sich hier wieder in dieser Ruine ab, vor diesem heruntergekommenen Gebäude. Dann schauen wir mal hinein, was uns hier als Inhalt entgegenkommt. Ist das Ganze jetzt leer? Jawohl. So, wir haben hier einmal, das dürfte das Album auf CD sein. Dann haben wir hier ein Booklet mit dabei und dann hier noch ein kleines Poster, doppelseitig, also ein quadratisches Foto. Gut, wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit der Vinyl an sich. Es ist das dritte Album von Witten Untouchable. Das letzte Album ist schon etwas her, kam 2017 und war dieses hier, Republic of Untouchable. So sah das damals aus. Wir haben hier eine schwarze Hülle. Und darin befindet sich eine schwarze Vinyl. In der Mitte haben wir wieder das Logo. Darüber steht Witten Untouchable Trinity. Und dann haben wir hier die ersten 6 Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wie lang die Spielzeit ist. Und dann lesen wir hier noch, dass es sich hierbei um die A-Seite handelt. Und dann haben wir natürlich auf der Rückseite die B-Seite mit nochmals 7 Tracks. Also, so sieht das aus. Gut. Dann packen wir die Vinyl mal wieder in die Hülle. Machen die dabei zur Seite und kommen zum nächsten Tonträger. Das in diesem Fall eine CD in einer Papphülle. Hier haben wir auch nochmal die 13 Tracks aufgelistet. Von diesen Tracks wurde ja Untouchable Tutorial, also Track Nummer 2, und wo haben wir es? Zusammen singen, Track Nummer 11. Also das waren bis jetzt die Videoauskopplungen. Snippet gab es ja auch noch vorab. Dann schauen wir mal die CD an. Die sieht so aus. Also, wie auch schon das Cover gehalten. Nur etwas beleuchteter, etwas heller hier. Packen wir die wieder zurück. Finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass man es nicht nur bei der Vinyl gelassen hat und irgendwie einen Downloadcode beigepackt hat, sondern dass man das Ganze dann auch noch auf CD gemacht hat. Sehr schön. Dann haben wir hier sehr ungewöhnlich für eine Vinyl, aber
sie hat es doch reingeschafft, ein Booklet, dieses Heftchen hier, das gefällt mir gut, ist ja regulär nur bei Jewel Cases irgendwie mit dabei, aber wir haben es jetzt auch in einer Vinyl drinnen mit dabei. Herzlich willkommen in der Familie Melis, wir lieben dich, Onkel Mess. Okay, also hier dürften dann irgendwie die Mitglieder so kurze Worte ausrichten, jawohl. Tue so viel Gutes, wie du kannst und mache so wenig Gerede wie nur möglich darüber. Charles Dickens. Okay, also Lachmann hat hier keine persönlichen Worte gewählt, sondern hat hier eben ein Zitat genommen. Sehr schön. Und dann haben wir noch Kareem. Was sagt er hier? Untergrund für immer. Shoutout Morten für die Minus mal Minusline. Okay, also alle drei Mitglieder. Hier Kareem, Lachmann und Mess. Mit Worten an uns bzw. an andere. Und dann haben wir zum Abschluss noch die Credits zum Album. Also hier noch die Info, wer hat die Beats produziert. Natürlich alle produziert von Rook, wie man es kennt bei Witten Untouchable. Und dann haben wir noch die weiteren Credits, wer hat gemixt, gemastert etc. etc. Und als letzten Vinylinhalt haben wir hier dann noch ein Poster in quadratischer Form. Wir haben hier einmal die drei Herrschaften stehend in diesem Gebäudeteil, das wir auch schon vom Cover kennen. Also hier ist jetzt eben diese Säule und der Vorhang weg. Dafür haben wir jetzt hier die drei Herrschaften stehen. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die drei Herren hier. Das dürfte dann wohl draußen aufgenommen worden sein, eventuell sogar direkt vor diesem Haus. Ziemlich düster sieht das Ganze aus. Hier leuchtet nur eine Laterne, eine Straßenbeleuchtung. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Poster in quadratischer Form beidseitig bedruckt. Dann das Booklet zum Album. Die Album-CD in einem Digisleeve in einer Papphülle. Sowie natürlich die Vinyl mit A- und B-Seite mit insgesamt 13 Tracks und 2 Features. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Trinity von Witten Untouchable. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Witten Untouchable unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.